Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Thief. Oh yeah. Die Aufregung hat sich anscheinend wieder gelegt. Wenn nicht, verpissen wir uns mal wieder hier hin. Alles, was ich nämlich wollte, ist einen dieser Wächter ausschalten. Oh, da steht jetzt noch ein zweiter. Ich muss da hinten hin, ne? Nicht dahin. Kein Problem. Das ist einfach so ausgegangen. Ja. Einfach so. So, so, Mr. Spasti geht gerade hoch. Das heißt, wir können auch hier hoch. Was zur Hölle? Na, hier oben kriegen die mich eh nicht. So, können wir noch weiter hoch? Ach nee, hier ist eine Truhe. Machen wir mal die Truhe so lange auf. So. Wir müssen also doch unten lang. Hier war nur eine Truhe. So, perfekt. Schuhe? Ah. Pfeile. Sägezahn. Wahrscheinlich um die Leute hier auszuschalten, ja? Einen kann ich noch ausschalten. Krass. Das gefällt mir ja. Das hätte ich mal früher entdecken müssen. Aber ich bin ja sowieso nur schleichend hier unterwegs. Also eigentlich wollte ich ja nicht mehr. Ach so, hätte ich auch hochkommen können, ja? Gut, ich mach's mir halt gerne schwer, was soll's. Dafür verpasse ich aber jetzt keinen Seilpfeil mehr. Das ist klar. So, ist hier noch der Spasti von eben? Ja. Aber das ist auch nicht der richtige Weg. Nein! Du gehörst mir, Ungläubiger! Schnell hier hoch. Das war auch nicht der richtige Weg. Es muss da hinten doch irgendwo ein Eingang sein, ne? Weil hier aufs Dach kann ich ja nicht. Du liebst die Dunkelheit, was? Ja, ich bin ja auch ein Dieb und so, ne? Jetzt muss ich nochmal kurz warten, bis die Spastis mich in Ruhe lassen. Mal sehen, vielleicht kann ich schon. Bleib brav, Vögelchen, bleib brav. Ah, sehr schön, hier komme ich hoch. Wieso kann ich mich hier verstecken? Was bringt das mir? Die Schwermut ist überall. Jetzt müssen wir uns mal ein bisschen umschauen, aber ich glaube, wir müssen hier hoch. Das ist nämlich das Einzige, was wirklich Sinn ergibt, ne? Von hier aus kommen wir nicht hoch. Oh. Hallöchen, Truhe. So. Und so, perfekt. Ein bisschen Nahrung, was ich schon voll habe, und natürlich ein bisschen Gold. Aber die Nahrung können wir uns jetzt mal schnell reinziehen. Und dann haben wir das voll. Hä? Bewegt sich da gut? Diese Plattform hat ihre letzte Last getan.
Mal sehen. Na, da fahren sie gerade runter, ja? Orion muss mit Aaron und dem Stein in der Rotunde sein. Ich bin fast da. Wie lange bis die Vorräte unten sind? Der Lift ist älter als das Viertel und genauso kaputt. Nicht mal Orion selbst könnte ihn schneller machen. Sei vorsichtig, was du sagst, Freund. Ein Versorgungsaufzug. Damit komme ich nach unten. Weicht nicht zurück! Dieser Sturm wäscht den Dreck der Tyrannen und Ungläubigen von unseren Straßen. Shit, shit. Werden wir Zeugen einer neuen... Eine Falle! Eine Falle! Nein! Das Einzige, was mich aufhalten kann, ist eine verfickte Falle, oder was? Ich dreh durch. Freunde, das geht nicht. Das hättet ihr nicht zulassen dürfen. Naja, macht nichts. Wir ziehen das jetzt souverän durch. Ich hoffe, wir haben den richtigen Speicherstand. Und dann bringen wir es zu Ende. Also es ist immer noch nicht die finale Folge. Ich denke mal, 5 Folgen werden wir noch circa haben, ey, wenn es so weitergeht. Und wir brauchen auf jeden Fall einen guten Plan. Das sind auf jeden Fall Vasen. Ja, kenne ich schon. Orion muss mit Aaron und dem Stein in der Rotunde sein. Ich bin fast da. Ich darf keinen Schatten nachjagen. Tust du doch gar nicht. Erstmal schläfst du eine Runde, ja? So. Mach keinen Lärm. Bogenschütze gegen Bogenschütze. Aber wie komme ich da jetzt schnell hin? Aha, was haben wir denn da so Schönes? Außer das Geld natürlich. Wir haben einen Weg hier hoch. Wie lange bis die Vorräte unten sind? Der Lift ist älter als das Viertel und genauso kaputt. Nicht mal Orion selbst könnte ihn schneller machen. Sei vorsichtig, was du sagst, Freund. Ein Versorgungsaufzug. Damit komme ich nach unten. Wollt ihr mich verarschen? Weicht nicht zurück! Dieser Sturm wäscht den Dreck der Tyrannen und Ungläubigen von unseren Straßen. Bald werden wir Zeugen einer neuen Dämmerung. Wenn du das sagst, Kollege, wird das wohl stimmen. Aber zuerst mache ich euch alle fertig. Und danach kannst du es nochmal sagen, ja? Ah, hier geht's auch. Teilweise. Das sieht begehbar da oben aus, ne? Nur hinkommen tun wir nicht. Anstatt, dass wir hier mal einfach runterspringen, ne? Wieso können wir die Lampen nicht einfach kaputt machen? Vielleicht haben sie es am anderen Flussufer besser. Es wäre natürlich ein leichtes, dadurch hier einfach runterzuspringen, aber nein. Das geht natürlich nicht. Ist ja einfach unmöglich, so etwas. Oh, aber hier könnte das doch, oder? Nein. Unsichtbare Mauer. Geht auch nicht. Müssen wir also doch hier lang, ja? Alles umsonst gemacht, was wir gerade getan haben. Hat sich da eben was bewegt? Nein. Eine unbedeutende Störung. Ich muss... Hey! Ich werde meine Brüder rächen! Lass mich! Für die Dämmerung! Und du Scheiße, da hätte ich noch ein zweites Seilpfeil ranmachen müssen, ne? Ja gut, das bringt jetzt nichts. Ich werde dich töten! Das bringt jetzt nichts. Das ist doch nicht darauf. Wir werden es auf jeden Fall so machen, dass wir halt versuchen, uns wenigstens zu verstecken und nicht einfach aufgeben und sagen, komm, ich lade einfach. Schaut bloß nicht in den einzigen Schrank auf dieser Ebene. Nein, das könnte ein Fehler sein. Ah! Bin doch ein Idiot. Ich werde meinen Glauben beweisen.
Scheint auch ein gutes Versteck zu sein hier. Ich habe euch geholfen, ihr Spastis, ey. So. Was bringt mir das da jetzt, dass ich da zwei Pfeile habe? Ich kämpfe auf den Straßen, nicht in den Schatten. Ah, wahrscheinlich hier hochzukommen, ne? Könntet ihr mal aufhören, mich zu verfolgen? Was haben wir hier? Erstickungspfeil? Sei standhaft, Bruder! Wer war das? Keine Gnade für die Ungläubigen! Das hat nicht viel gebracht. Ein Wasserfall, wir könnten ihn mit einem Wasserfall treffen. Klasse, wa? Das könnte noch komplizierter werden, als ich dachte. Hä? Ah! Er ist sehr schnell. Vermutlich ist er längst weg. Vermutlich. Ja, vermutlich bin ich hier. Er hat sich aus dem Staub gemacht. Die scheinen nahezu grenzdebil zu sein, die Kollegen. Gleich ist es vorbei. Du hattest deine Chance. Ach, leckt mich doch. Soll ich euch alle erstmal töten oder was? Ach du Scheiße, das sind ein paar viele. Bringt ihn zu Fall. Ich werde dich töten. Vielleicht sollten wir wirklich mal hier einen Augenblick warten, ein bisschen chillen oder könnte ich was trinken. So viel steht fest. Und solange wir warten, trinke ich jetzt mal einen Schluck. Das verzeiht ihr mir bestimmt. Ein Bruder ist gefallen! Ja. Das hat er schnell gemerkt, ne? Der Schnellchecker. Komm raus! So, kann ich jetzt wieder hoch? Antworte mir, Ungläubiger! Ich werde einen Scheißdreck tun. Die Gottlosen sind stets versteckt. Genau wie du! Überwinde deine Feigheit! Alles ruhig. Niemand zu sehen. Bleib wachsam. Die Kreaturen. Hey! Leo, oh, ich bin so dämlich. Weißt du was? Ich laufe jetzt mal hier rüber. Gucken mal, vielleicht können wir ja da irgendwie hochspringen oder rüberspringen. Gut, das war selten dämlich. Ich hänge jetzt hier schon seit einer Folge dran, oder? Kann das sein? Es ist nicht so einfach, wie es aussieht, aber wir werden jetzt mal nicht einen auf Rambo machen, weil ihr merkt ja irgendwie, dass ich am Ende des so eines Spiels immer ungeduldig werde. Das liegt daran, dass ich das Ende sehen will. Aber wir bleiben jetzt einfach mal ein bisschen gechillt und versuchen einfach das Ganze trickreich zu lösen, anstatt wie ein Rambo. Ihr müsst mich mal League of Legends spielen, dann würdet ihr wissen, was Rambo bedeutet. Jedenfalls bei mir. So. Steine der Rotunde sein. Ich bin fast da. Probieren wir mal was Schönes aus. Die Dämmerung wird uns den Weg weisen. So, den schalte ich automatisch natürlich aus, weil der nervig ist. Ja, leck mir doch die Klöten, Alter. Dass er mich gesehen hat von da hinten. Aber ich glaube, er hat schon wieder nachgelassen, ne?
Nein, hat er nicht. Hat er nicht. Der wird wahrscheinlich herkommen. Hallo, da konnten wir gerade noch runter. Ah, okay. Chillen wir uns mal hier hin und würde ich sagen, beenden wir die Folge für heute. Wir werden uns dann in der nächsten Folge auf jeden Fall ein bisschen mehr konzentrieren und das Ganze versuchen, souverän zu meistern. Das heißt, wir sehen uns morgen wieder, Leute. Haut rein, euer Zero. Tschüss.